Eine spektakuläre Entdeckung des israelischen Militärs macht klar, die Hamas hat den Angriff vom 7. Oktober nicht nur Monate, sondern womöglich sogar schon Jahre im Voraus geplant. Das zeigt ein etwa 4 Kilometer langer Tunnel, dessen Bau Millionen gekostet haben muss. Er führt vom Gazastreifen aus direkt vor den Eingang eines israelischen Grenzübergangs. Geplant wurde er vom Bruder des Terrorchefs, Jahar Sinwar, persönlich. Unser Reporter Max Hermes war exklusiv als einziger deutscher Journalist in dem Tunnel, bevor er zerstört wurde. Ich reise an den Grenzübergang Erez. Das israelische Militär wird mir als einzigem deutschen Journalisten einen Terrortunnel zeigen. Es ist der größte, der bislang entdeckt wurde. Der Tunnel endet nur 400 Meter vor der Grenze. Erst vor wenigen Wochen fanden ihn die Israelis und hielten seine Existenz bis jetzt geheim. Durch ihn wurde der Terrorüberfall an dieser Stelle der Grenze überhaupt erst möglich. Aufnahmen, die laut IDF von der Hamas stammen, sollen detailliert die Vorbereitung zum Bau und die eigentliche Bauphase zeigen. Auf dem Weg Richtung Eingangsschacht kommen uns israelische Panzer entgegen. Die letzten Meter bis zum Tunnel bringt uns die IDF jetzt hier in einem Jeep. Wir fahren direkt von der israelischen Grenze in den Gazastreifen. Wenige Augenblicke später tut sich dann ein riesiges Loch im Erdreich auf. Der Weg der Hamas Richtung Israel. Wir betreten gerade den größten Terrortunnel, den die Israelis bis jetzt gefunden haben. Ein Geheimtunnel. Die Hamas hat Millionen von Dollar investiert, um diesen Tunnel hier herzustellen. Schon im Eingangsbereich ist der Schacht großzügig ausgebaut, nach unten hin mit Gittern und nach oben mit Metallstangen abgesichert. Der eigentliche Tunnel, ein gigantisches Konstrukt aus Stahlbeton. An einigen Stellen, das zeigen von der Hamas aufgenommene Bilder, ist er so breit, dass selbst große Fahrzeuge mühelos durchfahren können. Wir sehen, wie tief dieser Tunnel hineingeht bis ins Hamas-Gebiet. 4 Kilometer sind das und die Terroristen haben Jahre gebraucht, um ihn herzustellen. Viele Ressourcen dafür verwendet. Bis zu 50 Meter führt der unterirdische Weg in die Tiefe und ist in Teilen mit Schienen ausgebaut. Immer wieder stoßen wir auch auf Seiteneingänge, kleine Schächte, die die Terroristen als Lager benutzt haben könnten. Noch nicht alles, erklärt mir Armeesprecher Hagari, wurde sichergestellt. Wir haben verschiedene Arten von Waffen gefunden. Die haben die Terroristen hier überall in kleinen Depots versteckt. RPGs, AK-47, aber sie könnten noch mehr als das in den Tunnel gebracht haben. Ganz bestimmt werden wir dort, wo wir noch nicht waren, auf etwas stoßen, aber wir werden diesen Tunnel zerstören. Mit welcher Methode, das sagt uns die IDF nicht. Nachdem wir den Tunnel einsehen konnten, wird eine Nachrichtensperre verhängt. Erst 2 Tage später darf ich berichten. Den Israelis soll das Zeit bringen, um die Anlage zu vernichten und die eigenen Leute in Sicherheit zu bringen. Ich stehe da.